Um keine wertvolle Zeit zu verlieren, schlage ich vor, dass wir gleich anfangen. Ich begrüße Sie herzlich hier zur vierten Kandidatenbefragung zum Gemeinderat, zur Gemeinderatswahl am 25. Mai. Auf Initiative von Peter Conradi, Freya Qualentin und Dr. Norbert Bongertz, die die Initiative ergriffen haben und gemeint haben, nachdem das Thema sonst nirgendwo vorkam, sollte wenigstens hier auf dem Marktplatz das Thema Stuttgart 21 nicht zu kurz kommen. Mein Name ist Odile Laufner, ich bin von den Architektinnen für K21 und ich werde heute mit Werner Sauerborn vom Aktionsbündnis die Fragen an die beiden Kandidaten der SPD stellen. Von der SPD ist gekommen Martin Körner, er ist Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl jetzt und Fraktionsführer der Landtagsfraktion der SPD und gleichzeitig auch Bezirksvorsteher von Stuttgart Ost. Der Dejan Perz ist Leiter des Internet, der Internetredaktion beim ACE, habe ich gelesen, und natürlich außerdem in der wichtigen Funktion als Kreisvorstehender bei der SPD, Kreisvorstand. Wir sind alle hierher gekommen, um zu hören, was die beiden SPD-Kandidaten zu sagen haben. Deshalb bitte ich Sie, auf lautstarke Sympathie- oder Unmutsbezeugungen zu verzichten, weil wir sind einfach hier, um zu hören. Die beiden Kandidaten bitte ich, dadurch, dass wir so wenig Zeit haben, möglichst kurz und präzise zu antworten und nicht so, was Politiker dann manchmal gerne machen, etwas in Politsprech hier viel zu sagen und doch nicht ganz so viel zu meinen. Jetzt übergebe ich das Wort an Werner Sauerborn, der die erste Frage an Herrn Perz oder an den Dejan stellt. Lieber Dejan, du giltst ja bei vielen hier der Stuttgart 21 Gegner als einer, der die Fahne der Stuttgart 21 Kritik in der Partei hochhält. Unter Stuttgart 21 Gegnern duzt man sich normalerweise. Dürfen wir dich hier öffentlich duzen? Natürlich. Ein klares Ja. Von den Genossen, die ja heute zahlreich anwesend sind, da versteht sich das ja sowieso von selbst. Jetzt aber können wir in Ruhe weitermachen. Jetzt zur Sache. Also die SPD ist ja in keiner guten Verfassung. Die macht ja gerade nicht bella figura. 6 Wahlniederlagen in Folge. Ich will euch jetzt nicht quälen und sie alle aufzählen, aber die spektakulärsten waren ja wohl der Ausgang der Oberbürgermeisterwahl, wo eure Kandidatin mit 15% gelandet ist, knapp vor Hannes Rockenbauch. Und auch die Bundestagswahl ist ja so ausgegangen, dass inzwischen die SPD kein Mandat, erst recht kein Direktmandat mehr im Bundestag hat. Alle Wahlanalytiker und ich glaube auch ihr selber sagt ja, das hat mit Stuttgart 21 zu tun. Dieser Krise, in die die Partei da geraten ist, ist Ausdruck davon, dass sie hier wohl nicht das Thema, ihr kommunalpolitische Thema, was hier angemessen wäre, gefunden hat. Eure Wahlstrategie scheint mir jetzt zu sein, Kopf einziehen, warten, bis die Welle oben drüber geschwappt ist und wenn man meint, das Thema hat sich ein bisschen verzogen, dann werden wir auch wieder Oberwasser kriegen. Unser Eindruck ist eher nicht so. Wir haben eher den Eindruck, das Projekt wird sicher noch 10 Jahre gehen und es wird noch 10 Jahre Probleme geben. Stichwort jetzt S-Bahn, Stadtbahn und Probleme. Das wird euch ja sozusagen immer angelastet. Ihr seid ja die Partei, die sozusagen bei diesem Konflikt auf der falschen Seite stand. Anders als in München oder in Frankfurt, wo die 21er Projekte ja gescheitert sind, weil die SPD eben mit bei, auf der Seite der Gegner war. Warum seid ihr das nicht und ist es nicht an der Zeit, das zu korrigieren, zu sagen, jetzt ist mal Schluss, wir sehen, wie sich das Projekt entwickelt und für uns gibt es auch eine Grenze des Erträglichen und die ist allmählich überschritten. Wir leiten allmählich den Ausstieg aus unserer unterstützenden Sicht zu dem Projekt ein. Dejan. Das sind ja etliche Aspekte. Also vielen Dank erstmal für die Einladung, die wir sehr gerne angenommen haben. Und wichtig ist uns, im Dialog zu bleiben und genau auf die Aspekte auch miteinander zu sprechen zu kommen, die problematisch sind. In der Vergangenheit lief ganz sicher nicht alles gut. Und
wenn auch ein paar Sachen nicht so ganz stimmen. Wir haben eine Bundestagsabgeordnete, Ute Vogt, und die Oberbürgermeisterwahl war sicherlich nicht so ganz vergleichbar zu den anderen Wahlen. Aber es ist richtig, die SPD hat in den letzten Wahlen nicht gut abgeschnitten. Und wir haben als einen wesentlichen Punkt hier natürlich dieses Projekt, dass auch die Stadt, muss ich hier natürlich nicht ausführen, sehr gespaltet hat. Und das hat auch in der Partei zu Verwerfungen geführt. Wir haben unterschiedliche Positionen und dadurch sicherlich nicht auch die Kraft gehabt, uns um andere Themen zu kümmern, die wichtig waren und auch bei diesem Projekt. Was jetzt aber die Zukunft angeht, die du angesprochen hast, wie wir uns da positionieren werden, wir ducken uns nicht weg, wir haben das Thema im Kommunalwahlprogramm. Wir sind heute hier und tabuisieren dieses Thema nicht, sondern suchen den Austausch. Also ich denke, das ist schon mal ein positives Moment, das man hier erwähnen darf. Und sehen aber natürlich auch, was in der letzten Zeit passiert ist. Also nicht zu leugnen ist die Volksabstimmung, auch wenn wir hier zu unterschiedlichen Positionen in der Bewertung wahrscheinlich kommen werden. Aber ich finde, bei aller unterschiedlichen Position, die man haben kann, darf man auch bestimmte Sachen nicht umdeuten im Nachhinein. Und zwar damals allen klar, die eben quasi im Wahlkampf zu der Volksabstimmung, dass die Volksabstimmung eine Krücke war, um über dieses Projekt abzustimmen. Und deshalb finde ich es nicht redlich, wenn wir heute sagen, es war nur eine Finanzfrage und alle anderen Aspekte haben keine Rolle gespielt. Also insoweit war es auch eine Abstimmung über das Projekt und wir haben, das kann man mögen oder nicht, aber das Ergebnis war eben, dass wir auch in Stuttgart eine Mehrheit für dieses Projekt hatten. Mit gejürkten Zahlen. Also ich würde gerne Sie, Herr Körner, gerade dazu auch noch mal befragen, dass wir von den Befürwortern ja wissen, dass Sie die Volksabstimmung als bindend ansehen. Und jetzt ist aber doch mittlerweile völlig klar, dass die Kostenobergrenze längst gerissen ist und die Leistungsfähigkeit entspricht in gar keiner Weise dem, was versprochen wurde. Das ist doch eigentlich dann völlig obsolet. Das ist wie bei einem Vertrag, den man miteinander schließt und dann sind die Vertragsbedingungen eigentlich nicht mehr so. Mal abgesehen davon, dass die Abstimmung eigentlich nicht über das Projekt als solches ging, sondern, das wissen Sie genau, sondern über den Ausstieg, ob man aussteigen soll. Und das ist auch nochmal was anderes. Also jetzt würde ich gerne hören, wie Sie dazu stehen, wie Sie damit umgehen wollen weiter, weil der Unmut ist ja einfach immer größer und Sie sehen ja auch, die Schäden in der Stadt werden immer sichtbarer und die Malaisen sind einfach nicht wegzudiskutieren. Also auch ich möchte mich bedanken für die Einladung. Dejan Perz hat ja gerade eben beschrieben, wie in der Diskussion vor der Volksabstimmung die Situation in der Stadt, aber auch in der Partei war. Da gibt es ja nichts zu beschönigen. Er hat das, finde ich, gut auf den Punkt gebracht. Und er hat ja auch deutlich gemacht, dass eben nicht nur diejenigen, die in dem Projekt mehr Chancen als Risiken sehen, diese Volksabstimmung bindend betrachten, sondern auch er, der dem Projekt ja eher skeptisch gegenübersteht, für ihn auch klar ist, dass er zwar diese Haltung hat und ich eher eine andere, dass aber für uns beide, da sind wir uns einig, klar ist, dass die Grundsatzfrage mit der Volksabstimmung entschieden ist. Und ja, Sie wollen ja wissen, wie sich die SPD bei der Gemeinderatswahl am 25. Mai aufstellt. Und Dejan Perz hat es gerade beschrieben und ich auch. Und jetzt würde ich gerne noch was sagen zu der Frage, die Sie, was das Verfahren der Volksabstimmung anbelangt, ja beschrieben haben. Wir wissen doch alle, seit das Projekt diskutiert wird, dass es ab einem bestimmten Punkt auch vor allem darum ging, wer entscheidet denn jetzt eigentlich, wer setzt sich durch? Und da gab es ja hier im Gemeinderat auch ganz viele Diskussionen über Bürgerentscheid so oder so. Und allen war doch klar, dass wenn man diese Frage nochmal politisch dem Volk vorlegen will, dann ist das rechtlich eine ganz, ganz schwierige Sache. Sie selber sind ja auch, wenn man so will, jetzt mal aus Ihrer Sicht formuliert, leider ja, baden gegangen mit den einen Bürgerentscheiden. Wir haben im Rathaus eine Entscheidung gehabt, dass bei Kostenbeteiligung der Stadt in der Zukunft
es hier einen Bürgerentscheid geben wird, im Übrigen auf Antrag der SPD-Fraktion. Und auf Landesebene hat diese Prüfung auch stattgefunden. Und auf Landesebene ging es eben nur so, wie es die Verfassung des Landes Baden-Württembergs vorschreibt, nämlich über ein Gesetz, das im Landtag von Baden-Württemberg keine Mehrheit findet, aber von der Regierung eingebracht worden ist und dann dem Volk vorgelegt werden kann. Und diesen Weg sind wir gegangen. Und im Übrigen war das der Weg, den die SPD vorgeschlagen hat, ja, und durchgesetzt hat. Und der, da habe ich eine andere Empfindung, sage ich ganz ehrlich, das Projekt von allen Vorschlägen, die es bisher gab zur Befriedung, nehmen wir mal die Schlichtung, noch am allerehesten bei den meisten Leuten, und zwar sowohl Befürwortern als auch Gegnern, wie bei uns beiden zum Beispiel, zu einem halbwegs befriedigenden Abschluss in der Grundsatzfrage geführt hat. Ich weiß, dass das bei vielen von Ihnen nicht der Fall ist, das respektiere ich auch. Aber meine Wahrnehmung als Bezirksvorsteher darüber hinaus ist, dass die meisten, sowohl Gegner als auch Befürworter, das ähnlich sehen. Also erstmal möchte ich dazu sagen, dass ich nicht den Eindruck habe, dass wir Baden gegangen sind, sondern Stuttgart hat durch Stuttgart 21 eigentlich eine traurige Berühmtheit bekommen. Aber das ist ein anderer Punkt. Meine Frage ist, die SPD ist doch bisher eigentlich immer oder hat sich immer so verstanden als die Partei der sogenannten kleinen Leute. Schon lange ist das, nicht mehr. Ja, das ist meine Frage. Wie können Sie das eigentlich mit Ihren Vorstellungen oder mit Ihren Zielen vereinbaren, dass so unglaublich viel Geld in ein Projekt gesteckt wird, das nicht den kleinen Leuten der breiten Bevölkerung zugutekommt. Die Pendler und Pendlerinnen, die brauchen einen integralen Taktverkehr, wo sie zu ihrer Arbeitsstelle kommen, und zwar in Stuttgart, in der Region und eigentlich auch weit darüber hinaus, nämlich bundesweit. Und einhellige Meinung der Fachleute ist, dass mit diesen 8 Gleisen kein integraler Taktverkehr möglich ist. Und das wird, wenn das je mal bebaut werden würde, das Gelände, dann wäre das ja für die nächsten 100 Jahre oder was weiß ich noch länger, wäre das verbaut. Und das ist eigentlich das Allerdramatischste für uns, dass das eigentlich dann so viele trifft und für so einen langen Zeitraum. Gut, das ist ein Argument der Gegner des Projektes, das ich auch oft gehört habe, auch jetzt von Ihnen. Das ist okay, das respektiere ich. Wer die kleinen Leute, das war Ihr Eingangspunkt, vertritt und glaubwürdig vertritt, darauf habe ich kein Monopol. Ja? Andere aber auch nicht. Ich möchte einen Aspekt nennen, der für mich persönlich wichtig ist. Ich bin aktiv in einer Wohnungsbaugenossenschaft, die seit 90 Jahren in Stuttgart preiswerten Wohnraum anbietet. Wir reden nicht nur von preiswerten Wohnungen, sondern bieten die seit 90 Jahren an beim Bau- und Heimstättenverein Stuttgart. Das ist die größte Wohnungsbaugenossenschaft in Stuttgart. Wir machen das jeden Tag. Und wir alle wissen, wie die Wohnungssituation in Stuttgart ist. Und ich persönlich bin der Meinung, dass das Freiwerden der Gleisflächen und die Möglichkeit, dort Wohnungen zu bauen... Und wir als... Gerne hören, bitte. Ja. Es war eine Frage von der Frau Laufner und ich möchte gerne auf die Frage antworten. Und diese Wohnungen, dort haben wir einen Vorschlag gemacht als SPD, weil es sich um städtische Grundstücke handelt, wollen wir, dass 50% der Wohnungen, die dort entstehen, besonders preiswerte Wohnungen sind. Das heißt um 30% unter der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und deswegen glaube ich schon, dass das ein Aspekt ist, der auch den sogenannten kleinen Leuten für die wichtig ist. Glauben Sie das wirklich selber? Weil das wäre ja im Grunde eine einseitige Subventionierung von verschiedenen Personen. Das ist, glaube ich, juristisch überhaupt gar nicht möglich, dass Sie Grundstücke, die einen ganz anderen Marktpreis haben, dass die dann zu so günstigen Preisen verkauft werden könnten, dass 30% unter dem üblichen Marktwert Wohnungen hier angeboten werden können. Wer soll das denn finanzieren? Das ist juristisch möglich. Das macht die Stadt Stuttgart bereits heute. Das Land hat im Haushaltsgesetz 2014 das auch für die eigenen, landeseigenen Grundstücke beschlossen. Man muss es nur politisch wollen. Die SPD will es und wird es auch durchsetzen. Man könnte das Thema für die kleinen Leute Mietpreisentwicklung auch im Kontext mit dem Verkauf an Patricia nochmal diskutieren. Aber das wäre ein sehr weites Feld jetzt. Ich will...
gucken, ob wir mit unseren Fragen hier noch ein bisschen weiterkommen. Sie haben mit Peter Conradi einen wirklich Großen der Stuttgarter SPD, ich will mal sagen, etwas an den Rand gedrängt. Sie haben mit Siegfried Bassler einen Urgestein der Stuttgarter SPD, der 55 Jahre Parteimitgliedschaft auf dem Buckel hat sozusagen, mit dem Ausschluss bedroht, weil er, nachdem er auf der SPD-Liste nicht zum Zuge gekommen war, jetzt als bei der Linken angetreten ist, aber mehr symbolisch angetreten ist. Sicher, die Antwort wird sein, es gibt Parteistatuten, man kann nicht auf Listen anderer Parteien kandidieren, aber es war ja auf der einen Seite nur eine symbolische Kandidatur und auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, wer hat hier eigentlich der Partei einen Schaden zugefügt? Peter Conradi ist jetzt nicht mit Ausschluss bedroht, aber Siegfried Basler, ist es wirklich Siegfried Basler, der SPD einen Schaden zugefügt hat? Oder haben nicht die in der SPD der Partei einen Schaden zugefügt, die Partei auf diese Linie gebracht hat und in diese Niederlagen reingeführt hat? Also Peter Conradi ist ja nicht am Rand, sondern mittendrin. Nicht nur hier, sondern auch wohnt bei mir um die Ecke. Ich sehe ihn ungefähr einmal die Woche und da diskutieren wir auch. Was Siegfried Bassler anbelangt, ist es so, das ist wie im Fußball auch, wenn Sie zur anderen Mannschaft gehen und ins eigene Tor schießen, dann können Sie leider nicht mehr in der eigenen Mannschaft sein. Wir haben ihn im Übrigen nicht ausgeschlossen, sondern unser Statut sieht eben nun mal vor, wenn jemand, der Mitglied ist, auf der Liste einer anderen Partei kandidiert, dann erklärt er damit den Austritt aus der SPD. Das ist halt unser Grundgesetz in unserer Partei und an das müssen wir uns halten. Auch Siegfried Bassler muss sich daran halten und so ist es. Anders können wir das auch gar nicht handhaben. Aber vielleicht will Dejan Perz noch ergänzen, weil er ist Kreisvorsitzender und aber so ist die Situation. Und warum hat er keinen Platz gefunden auf der Liste? Darf ich noch mal fragen, es gab ja in der SPD aus vielen Ortsvereinen heraus das Interesse, einen Mitgliederentscheid zu machen und damit die Position der SPD festzulegen. Ich habe jetzt zwar nicht recherchiert, aber es ist ja gescheitert an der Auffassung der Befürworter in der SPD, dass man das nicht zulassen soll. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie da votiert haben. Ich nehme mal an, Sie waren auch dagegen, dass es einen Mitgliederentscheid gibt. Warum? Also zunächst mal haben wir beim Thema Mitgliederentscheid als SPD verglichen mit anderen Parteien unheimlich viel bereits erreicht. Wenn Sie mal vergleichen mit anderen Parteien, die sich zur Wahl stellen, dann haben wir auf Landesebene erstmals einen Koalitionsvertrag zweier Parteien zur Abstimmung gestellt, den Mitgliedern. Das war der Koalitionsvertrag 2011. Der war politisch nicht ganz so umstritten, vielleicht auch nicht ganz so wild. Und wir haben bei der Großen Koalition jetzt als erste Partei bundesweit überhaupt einen Mitgliederentscheid durchgeführt. So, und jetzt kommen Sie zu einer Sachfrage. Die SPD hat noch bisher in ihrer Geschichte noch nie zu einer Sachfrage einen Mitgliederentscheid durchgeführt. Für die Zukunft, bin ich mir sicher, wird es das auch wieder geben müssen. Aber, das ist so, in der Vergangenheit waren wir da noch nicht so weit. Das haben Sie richtig beschrieben. Aber ich selber, jetzt komme ich nochmal auf Peter Conradi zurück, habe mindestens 3-4 Kreisparteitage der Stuttgarter SPD erlebt, wo auch Peter Conradi gesprochen hat, wo auch ich gesprochen habe, wo Dejan Perz gesprochen hat, wo andere gesprochen haben und dort dann nach einer ausführlichen Diskussion dann abgestimmt. Und dann haben wir abgestimmt über diese Sachfrage und die Mehrheiten waren, wie sie waren. Und auf Landesebene war es ähnlich, da habe ich selber 2 Landesparteitage erlebt und so findet die Meinungsbildung in einer demokratischen Partei statt, im Übrigen in anderen Parteien auch und dazu stehe ich auch. Meine Frage an Sie, Herr Perz. Was halten Sie von dem Versprechen der Bahn, bei der Hälfte der Gleise, nämlich 8 Gleise, bei dem neuen Tiefbahnhof, der geplant ist, gegenüber dem Kopfbahnhof mit seinen 16 Gleisen? Glauben Sie, dass die Halbierung der Gleise eine Leistungssteigerung erreichen kann? Also, vorneweg, ich sehe mich außerstande, technisch das fundiert zu... Moment. Technisch das zu beantworten, ob das tatsächlich so ist, wie die eine oder wie die andere Seite das vorgibt. Ganz kurz, aber die Bahn dementiert das gar nicht mehr. Also Moment. Ich,
wenn ich kurz darf. Ich habe mich mit der Thematik, soweit ich konnte, ich bin kein Ingenieur, befasst und habe beispielsweise auch die Studie von Christoph Engelhardt gelesen und muss sagen, dass sie für mich sehr plausibel und einleuchtend war und ich deshalb einfach große Zweifel daran habe, dass das tatsächlich so sein wird. Aber ich kann es letztlich nicht beurteilen. Also das sind Techniker, Ingenieure, die dieses Fachwissen haben und darauf muss man sich dann verlassen. Aber wie gesagt, diese Studie, die es dazu gibt, sehr nachvollziehbar, logisch aufgebaut und einleuchtend. Ja. Was meinen Sie, an was für Knackpunkten Stuttgart 21 noch scheitern kann? Also, die Bahn ist ja letztlich diejenige, die das Ganze jetzt umzusetzen hat. Und wir stellen leider fest, dass in vielen Punkten die Kommunikation und die der Planungsfortschritt nicht ganz so ist, wie von der Bahn suggeriert. Ich kann mir nicht vorstellen, ob es, dass es politisch zu einer anderen Deutung dieses Projektes kommt. Wenn, dann wird es an der Bahn selbst scheitern. Und wenn Sie erlauben, ein Punkt in der ganzen Diskussion ist für mich hochkritisch. Und das ist, wie die Bahn mit bestimmten Argumenten und Ängsten der Gegner umgeht. Genau. Wenn ich da zwei Punkte rausgreifen darf, also die Diskussion, die wir am letzten Freitag hatten, Lenkungskreissitzung, Brandschutzkonzeption. Und wir haben da die berechtigte Angst von Menschen, der Bahnhof wird runtergelegt, das ist alles beengt, alles nicht ganz so offen, wie wenn ein Bahnhof natürlich oben ist. Und jetzt haben wir die Diskussion, ist dieses Brandschutzkonzept geeignet für eine entsprechende Evakuierung im Notfall. Und wenn dann Herr Käfer nach dieser Sitzung rausgeht und sagt, man müsse sich überlegen, ob die im Brandschutzkonzept zuerst angesetzten 16.000 Menschen, ob diese Zahl überhaupt noch als Grundlage dienen kann oder ob man da nicht von dieser Zahl runterkommen müsse und niedrigere Zahl ansetzt, dann ist es eine Tendenz, die Argumente nicht ernst nimmt, die Ängste nicht ernst nimmt, wenn man zumindest mal den Anschein erweckt, als würde man an solchen Zahlen herumdoktern, um dann doch noch irgendwelche Konzepte durchzubekommen, die vorher nicht genehmigungsfähig waren. Also da würde ich mir wünschen und im Gemeinderat, denke ich, muss der Rat das auch von der Bahn erwarten, dass man da anders mit den Argumenten und Ängsten der Gegner dieses Projektes umgeht. Dankeschön. Wir machen gleich noch eine kleine... Wir machen noch eine kurze Fragerunde gleich. Das ist jetzt ein guter Einstieg, Dejan. Ich glaube, mit solchen Aussagen, hast du ja auch an dem Applaus gemerkt, gibt es hier viel Sympathie. Es gibt ja viele Sozialdemokraten auch, die zu den Montagsdemos kommen und es gibt eine heftige Diskussion über Wahltaktik im Moment. Da werden sich viele von euch fragen, ist es jetzt soweit, dass man die SPD vielleicht doch wieder wählen könnte? Was passiert da mit meiner Stimme? Da würde ich mal jetzt an Herrn Körner die Frage stellen. Es gibt im Moment 10 Mitglieder, Gemeinderatsmitglieder der SPD. Gehen wir mal von 10 aus. Von den 10, die auf den ersten Plätzen eurer Kandidatenliste stehen, sollen 4 Stuttgart 21 Gegner sein. Also wir kennen den Dejan, wir kennen die Judith Vohwinkel, wir kennen die Steffi Brum, die bei den Juristen gegen Stuttgart 21 mitarbeitet. Es gibt noch einen oder eine Vierte, wenn er die noch nennt, würde das vielleicht die Wahlchancen auch noch erhöhen. Aber wie auch immer, was passiert, wenn diese 4 ja dann vermutlich in der Minderheit in der künftigen Gemeinderatsfraktion sein werden? Werden die dann sozusagen qua Mehrheitsbeschluss immer überstimmt, wie es der Judith Vohwinkel in der letzten Gemeinderatsfraktion ging?
Oder werdet ihr vielleicht den Fraktionszwang aufheben, sodass die sozusagen nach ihren Überzeugungen in der Stuttgart 21-Frage stimmen können? Was ist da vorgesehen? Oder müssen am Ende die Leute, die diesen Gedanken erwägen, doch davon ausgehen, dass sie vielleicht vier S21-Kritiker da wählen, aber letztlich die Entscheidung doch wieder von der Fraktion alle in Richtung Stuttgart 21 gefällt werden? Es ist völlig klar, dass es in der SPD Gegner und Befürworter des Projekts gibt. Das ist auch gut so, dass das so ist. Das ist nämlich auch die Situation, wie sie in der Stadt Stuttgart ist. Aber alle diese Personen, die Sie genannt haben, sind sich, was die Zukunft, und wir reden ja über die Zukunft nach der Kommunalwahl am 25. Mai lang, sind sich alle einig. Es gilt das, was im Wahlprogramm der Stuttgarter SPD steht. Und da haben die vier und die anderen alle gemeinsam darüber abgestimmt. Und wir sind uns alle völlig einig darüber, dass die Grundsatzfrage mit der Volksabstimmung entschieden ist, die Jan Perz hat es ja gerade eben erst erläutert, und dass wir in der Zukunft als Fraktion insgesamt darauf achten müssen, dass die Risiken minimiert werden, Jan Perz hat das Thema Brandschutz ausgeführt, und dass die Chancen, die in dem Projekt eben auch liegen, möglichst genutzt werden. Auch dazu habe ich manches gesagt. Insofern werden wir in der Fraktion auch in der Zukunft über dieses Thema diskutieren, sind aber insofern einen Schritt weiter, als dass wir uns einig sind in den Fragen, die ich gerade eben genannt habe, und insofern, als dass für uns alle das Wahlprogramm gilt, das auch Ihnen vorliegt, dass Sie einsehen können, damit Sie auch wissen, woran Sie sind, wenn Sie die SPD wählen oder wenn Sie sie nicht wählen. Das ist die Demokratie, wie sie funktioniert. Also sich auf das Wahlprogramm zu berufen, heißt sich ja im Grunde darauf zu berufen, dass man keine klare Aussage macht. Da steht ja nur, wir diskutieren das Projekt in irgendeiner Weise weiter, die Volksabstimmung gilt. Was passiert denn, wenn die Risiken unkontrollierbar werden? Kommt man dann nicht an eine Situation, wo man sagen muss, so geht es irgendwie nicht mehr? Oder glauben Sie, dass Sie dieses Projekt sozusagen Millimeter für Millimeter noch auf einen guten Weg bringen können? Unsere politische Einschätzung ist eben nun mal, die kann man jetzt teilen oder nicht, dass die politische Grundsatzfrage entschieden ist. Das kann man auch anders sehen. Aber wir haben diese politische Einschätzung. Ja? Und zwar nicht nur wir zwei, sondern viele mehr. Und auf dieser Basis haben wir unser Programm formuliert. Und auf dieser Basis bieten wir Ihnen auch diesen Vorschlag an. Und Sie entscheiden dann darüber, ob Sie das gut finden oder schlecht finden. Jetzt würde ich dem Dejan noch die Chance geben, noch mal richtig Zustimmung hier zu kriegen. Es gibt ja eine ziemlich ungerechte Situation. Die Befürworter bewerben ihr Projekt im Turmforum hier im Rathaus mit den absurdesten und längst widerlegten Argumenten. Und die Gegner haben im Grunde keinen großen Raum, außer sich eben selbst organisiert auf Demos hier zu artikulieren. Ist das ein gerechter Zustand? Würden Sie in der neuen Gemeinderatsfraktion da ein bisschen mehr für Gerechtigkeit sorgen, dass die Gegner wenigstens ihre Sichtweisen auch darstellen könnten? Und zweite Frage, die Mahnwache, die geht ja jetzt in den vierten Winter, nach diesem Frühjahr und Sommer, wäre es da nicht angemessen, dass die Stadt dieser großen Leistung auch insofern ein bisschen Referenz erweist, dass die anständige Möglichkeiten haben, diese tolle Arbeit, die sie da leisten, auch weitermachen zu können und nicht zu dritt bei minus 5 Grad nachts frieren müssen, während die Herrschaften vom Turmforum pünktlich. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, dass mir eine Dialogbereitschaft und der gegenseitige Respekt sehr wichtig sind. Ich hoffe, jetzt hört man es besser. Und deshalb kommen wir in eine geradezu absurde Situation, wenn wir das nicht machen, wie du es geschildert hast, dass wir zum einen ein Stadtmuseum haben, das den Widerstand als so wichtig für die Stadt ansieht, um das im Museum zu archivieren, unseren Nachkommen sichtbar zu machen, was es hier für eine Leistung in der Stadt gab. Aber in der aktuellen Diskussion, soll es keine Rolle spielen. Das ist eine völlig absurde Situation. Deshalb finde ich schon, dass im Turmforum auch dem Widerstand oder den Gegenargumenten zu diesem Projekt entsprechender Raum eingeräumt werden muss, um genau die Möglichkeit zu schaffen, dass man sich ein Bild von beiden Aspekten macht. Vielen Dank, Eda. Habe ich dir ja versprochen, ne? Jetzt haben wir noch zwei kurze Fragen. Ich behalte das Mikrofon mal, geht wirklich nur zwei, weil wir schon über die Zeit sind. Ich behalte das Mikrofon mal sicherheitshalber in der Hand. Wenn es zu lang wird, weißt du, was ich mache. Ne? Es geht kurz. Schönen guten Tag. Ich finde es super, dass ihr beide hier sind.
Das ist aber auch das Einzige, was ich super finde. Ansonsten finde ich es erschreckend, mit welcher Art und Weise sie hier versuchen, durch die Veranstaltung zu eiern und sich auch sonst durch das Ding zu eiern. Es ist bei Formel 1, eine Sekunde, bei Formel 1 ist eine Richtungsänderung erlaubt. Sie können sich ja auf Video mal anschauen, wie viel sie hier veranstalten. Sie denken in die Zukunft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie noch in der richtigen Partei sind. Vielleicht können Sie mir dazu was sagen. Mal schnell noch die zweite Frage an Königin Bernd. Ist er noch da? Da ist er. Auch so. Hallo. Ah ja, okay. Also, ich wollte vom Herrn Körner. Vom Herrn Körner wollte ich wissen, meines Wissens, oder ja, Sie waren ja Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag. Sind, das sind Sie noch. Und Sie wollen Fraktionsvorsitzender der SPD im Stuttgarter Gemeinderat werden. Werden Sie dann diesen Fraktionssitz im Landtag, diese Geschäftsführungsposition aufgeben oder werden Sie die beibehalten? Erste Frage. Zweite Frage ist, was machen Sie oder wofür werden Sie, wenn die Mehrkosten, die jetzt genannt wurden, nicht von der Bahn in voller Höhe übernommen werden? Wer soll diese Mehrkosten übernehmen? Das Land oder die Stadt Stuttgart? Schön. Wer möchte die beiden Fragen schnell beantworten? Ja, also ich fange mal hinten an. Mehrkosten gibt es eine klare Position. Sowohl die Stadt als auch das Land haben erklärt, und ich bin auch dieser Auffassung, dass sie sich nicht an den Mehrkosten beteiligen sollten. Zweite Frage war, oder Ihre erste Frage war, Fraktionsgeschäftsführer der Landtagsfraktion. Ich bin nicht Fraktionsgeschäftsführer der Landtagsfraktion, weil ich in Elternzeit bin. Und falls ich ins Rathaus gewählt werden sollte und falls meine Fraktion mich zum Fraktionsvorsitzenden machen würde, kann ich auch nach der Elternzeit nicht mehr in diese Position zurückkehren. Wobei ich noch eine Ergänzung machen darf. Als Fraktionsgeschäftsführer der Landtagsfraktion ist man nicht Abgeordneter, sondern quasi der Chef der Hauptamtlichen, in Anführungsstrichen. Erste Frage war von Ihnen, ob ich noch in der richtigen Partei sei. Das war Ihre Frage. Ich bin Sozialdemokrat seit 17 Jahren jetzt. Und ich bin es aus voller Überzeugung. Und ich arbeite als Sozialdemokrat, als ehrenamtlicher Bezirksvorsteher von Stuttgart Ost jeden Tag und setze mich sehr ein, zum Beispiel für die Schulen in meinem Stadtteil, zum Beispiel für den Ausbau der Kleinkindbetreuung, zum Beispiel für ganz viele soziale Projekte. Und insofern fühle ich mich in der SPD heimisch und zufrieden und bleibe da auch und muss auch ganz ehrlich sagen, also solche Fragen finde ich auch so ein bisschen, also ich finde sie nicht besonders fair, ja, weil ich frage sowas Sie auch nicht und habe Respekt vor Ihnen und ich fand es ein bisschen respektlos, weil das meine persönliche politische Haltung ist, zu der stehe ich auch und für die arbeite ich auch. Okay, vielen Dank an euch beide. Ich möchte noch schnell darauf hinweisen, wie das weitergeht. Das war ja heute die letzte Veranstaltung in diesem Format. Auf der nächsten Montagsdemo wird der Dr. Norbert Bongartz auf der Bühne da oben nochmal ein kleines Resümee. Die wichtigsten Argumente wird natürlich keine Wahlempfehlung geben. Das wisst ihr selber, was ihr dann daraus für Schlussfolgerungen zu ziehen habt. Aber nochmal eine kleine Bilanz geben. Es wird da bis dahin sicher noch viel Diskussionsbedarf geben. Wir waren uns darüber im Klaren, dass wir heute nicht im Entferntesten alle Fragen beantworten konnten und auch nicht alle gestellt werden konnten. Ich entschuldige mich bei allen, die jetzt nicht mehr zum Zuge gekommen sind. Jetzt geht es um die Montagsdemo und ihr kennt das ja vom ersten Fernsehen. Da wird oft in der vorhergehenden Sendung schon die Tagesthemen oder die Tagesschau angekündigt. Also ich kann jetzt nicht Marietta Slomka fragen, was in den Tagesthemen kommt, aber ich kann Conny Gehwe fragen, was jetzt auf der Montagsdemo kommt. Conny. Ja, vielen Dank. Auf der Montagsdemo gibt es heute, das ist die 221. Als erstes Musik von Capella Rebella. Dann eine Moderation von mir und als echtes Highlight redet heute Daniela Dahn zu uns. Und wer das ist und was sie uns sagen wird, das erfahrt ihr, wenn ihr hier bleibt. Viel Spaß. Dankeschön. Hallo, wir sind bei 10%.